Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann beginnen wie der Kollege Mützenich. Wir sind in einer außen- und sicherheitspolitischen Situation, die jedenfalls seit 1990, glaube ich, so kritisch ist wie noch nie zuvor. Sie haben die Ukraine erwähnt. Wir können nach Syrien schauen, wo die Kriegshandlungen fortgesetzt werden, von russischer Seite, von iranischer Seite, leider auch von türkischer Seite. Wir haben das hier diskutiert. Es gibt die Bedrohungslage durch Korea oder in Korea, durch Nordkorea für Japan, einen engen Bündnispartner unsererseits. Und wir haben gestern einen russischen Präsidenten erlebt, der neue Waffensysteme vorgestellt hat, in einer Stimmung, die man fast als diebische Freude bezeichnen kann. Intelligente, nuklear bewaffnete Waffensysteme für das Wasser und für die Luft. Und in dieser Situation muss man, finde ich, zweierlei sagen. Erstens, Deutschlands und Europas Sicherheit hängt davon ab, dass wir fest im westlichen Bündnis stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens, Deutschland sieht sich der Abrüstung verpflichtet, der Rüstungskontrolle verpflichtet und sieht sich vertraglichen Vereinbarungen verpflichtet, die wir alle eingegangen sind. Und deswegen, jede Regelverletzung, geschehe sie in Ostguta, geschieht sie durch Verletzung des Budapester Vertrages, durch Annexion der Krim, jede Verletzung auch des INF-Vertrages ist ein Beitrag zur Unsicherheit und muss von uns deshalb sanktioniert werden. Wir dürfen keine Vertragsverletzungen in Europa und in dieser Welt, auch im sicherheitspolitischen Bereich, dulden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Kollege, weil Sie gesagt haben, NATO instrumentalisiert, Herr Kollege Mützenich, in dem Punkt unterscheide ich mich. Wenn es eine Lehre aus der Zeit des Doppelbeschlusses und sozusagen der Kreierung, die ja angedacht war von Helmut Schmidt, dem früheren Bundeskanzler Ihrer Partei, wenn es daraus eine Lehre gibt, dann ist die Lehre doch Festigkeit im westlichen Bündnis mit der Bereitschaft zur Sicherheitskooperation mit Russland und mit anderen, das wird man ausdenken müssen. Das ist das Rezept, mit dem wir Sicherheit gewährleisten können. Unsicherheit im eigenen Bündnis, sei es durch Infragestellen des 2-Prozent-Zieles, sei es durch Infragestellung der nuklearen Teilhabe, sei es durch Infragestellung unserer Bündnisverpflichtung, führt zu mehr Unsicherheit. Wir brauchen zwei Standbeine, die Offenheit zur Kooperation mit anderen. Aber wir müssen wissen, wo wir stehen. Und wir stehen in der NATO, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist jetzt eine klare Reaktion notwendig. Und es darf keine einseitige werden. Es ist schon bemerkenswert, dass auf diese mögliche Vertragsverletzung russischer Seite nur die USA reagiert haben. Wir brauchen eine europäische Reaktion. Moskau muss wissen, wir beobachten das. Moskau muss wissen, in unserem Koalitionsvertrag steht Achtsamkeit drin und steht auch das Wort Resilienz drin. Und das heißt, dass wir als erstes jetzt Aufklärung wollen, dass wir jetzt als erstes Klarheit wollen, wofür sind diese Bataillone gedacht, was ist dort möglich, was ist dort vorstellbar. Aber Moskau muss auch wissen, dass es im Zweifel auch eine Antwort geben muss. Die soll nach unserer Vorstellung in keinem Fall in einer neuen Rüstungsspirale enden. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die darf auch nicht in einer falsch verstandenen Nachgiebigkeit bestehen. Schweigen an dieser Stelle wäre ein schwerer politischer, auch sicherheitspolitischer Fehler. Deshalb brauchen wir jetzt von Moskau an dieser Stelle Klarheit, Offenheit, Vertragstreue und Standfestigkeit unsererseits im westlichen Bündnis. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.